Du gehst so die Straße entlang und plötzlich kommt dir ein Hund entgegen. Er schaut dich grimmig an. Sein ganzer Körper ist angespannt. Er fletscht die Zähne und legt die Ohren an. Und du checkst, der will nicht nur spielen, der will dich. Überleben. Einen Hundeangriff. Jedes Jahr ereignen sich in Deutschland nach Schätzung 20.000 bis 30.000 Hundebisse an Menschen. Und bei einem Angriff handelt es sich vielleicht um mehr als einen oder zwei Hunde. Tödliche Rudelangriffe mit mehr als drei Hunden sind zum Beispiel in den USA seit den 1980er Jahren um 164% gestiegen. 2019 stellten dort Angriffe mit mehr als drei Hunden 38% aller Todesfälle. Pitbulls waren zu 78% beteiligt. Warum erachten wir manche Hunde für gefährlicher als andere? Soll man Hunde anstarren, bis sie den Schwanz einziehen? Und warum ist Weglaufen keine gute Idee? Wenn ein Hund dich angreift, ist Weglaufen eine blöde Idee. Der Hund ist schneller als du. Und Weglaufen kann beim Hund den Jagdinstinkt wecken. Er verfolgt und holt dich ein. Und Hunde, die Menschen angreifen, machen dies eher aufgrund ihrer Züchtung. Solche Hunde wurden für die Jagd als Gebrauchshunde oder die Hatz von großen Tieren wie Stiere gezüchtet. Der Mensch züchtete bewusst diese aggressiven Eigenschaften hervor, damit sie ihre Aufgaben besser ausführen konnten. Auch Jahrhunderte später sind diese Eigenschaften noch fest in der Hunde-DNA verankert. Besonders bei Dobermännern, Rottweilern, Pitbulls, Pitbull-Mischlingen und Wolfshybriden. Auf der Liste der Kampfhundrassen stehen in manchen Ländern oft der deutsche Schäferhund sowie der Akita. Und Hunde, die wir Pitbulls nennen, sind oft umstritten. Viele Menschen wissen nicht, dass Pitbulls keine Hunderasse sind. Der Begriff Pitbull bezieht sich auf den amerikanischen Staffordshire Terrier, den amerikanischen Pitbull Terrier, den Staffordshire Bull Terrier und die amerikanischen Bullyhunde. Sie stammen vom englischen Bullenhatzhund ab, der gezüchtet wurde, um sich in riesige Tiere wie Bullen und Bären festzubeißen. Ein Pitbull greift ein Opfer an, indem er zubeißt und dann den Kopf hin und her schüttelt. Wenn du also einen Pitbull besitzt, ist es unbedingt notwendig, ihn einzuschätzen, zu sozialisieren und kontinuierlich zu erziehen. Der Hund muss immer wissen, was du von ihm erwartest, damit er nicht nur nach seinen Instinkten geht. Aber wenn der Hund dich bedroht und es sich um einen Pitbull oder eine andere aggressive Hunderasse handelt, was kannst du tun, um einen Angriff zu überleben? Schritt 1. Hoffe, dass er ein schlaues Herrchen hat. Die beste Art, einen Angriff zu vermeiden, ist, dass der Halter den Hund so erzieht, dass er nicht angreift. Der Besitzer sollte seinen Hund stets im Haus, in einem abgezäunten Grundstück oder an der Leine halten. Schritt 2. Meide Hunde mit schlechter Vergangenheit. Wir hoffen alle, dass ein Hundebesitzer entsprechende Schritte einleitet, wenn sein Hund zubeißt. Verlassen kann man sich aber nicht darauf. US-amerikanische Statistiken aus 2019 zeigen, dass 40% aller Opfer von Hunden mit bissiger Vorgeschichte getötet wurden. Etwa 21% der Killerhunde waren zuvor auch angriffslustig gegenüber anderen Tieren. Erschütternd ist auch, dass 13% dieser Hunde ihr Opfer davor bereits gebissen oder brutal angegriffen hatten. Wirst du also von einem Hund gebissen, halte dich in Zukunft fern von ihm. Schritt 3. Zeig ihm, dass du überlegen bist. Steht dir ein aggressiver Hund gegenüber, ist es am wichtigsten, ganz ruhig zu bleiben. Angst und Panik sind normal, lass dich aber nicht übermannen. Bloß nicht schreien oder nach dem Hund treten. Das ist psychologische Kriegsführung. Ein aggressiver Hund will dich schon vor dem Angriff mürbe machen. Wenn du also ruhig bleibst und die Kontrolle behältst, bremst es den Hund aus und verwirrt ihn. Bleib ruhig und bestimmt. Dadurch weiß der Hund, dass du keine Angst hast, was ihm Respekt vor dir einflößt. Wenn der Hund spürt, dass du keine Bedrohung für ihn bist und er keine für dich, verliert er vermutlich das Interesse. Das deeskaliert die Situation. Schritt 4. Halte Abstand von fremden Hunden. Einen fremden Hund zu streicheln mag unbedenklich erscheinen. Man täuscht sich aber oft im Temperament eines Hundes. Das sollte dir und deinen Kindern ein guter Rat sein. 2019 war jede vierte Person in Deutschland, die von Hunden zu Tode gebissen wurden, unter 6 Jahren. Kinder sind erst ab ca. 8 Jahren in der Lage, die Körpersprache und die Warnsignale eines Hundes richtig einzuschätzen. Die größte Gruppe der Hundeopfer waren jedoch Erwachsene über 19. Du weißt zwar, dass du den Hund nur streicheln willst, der Hund kann das aber nicht ahnen. Halte also Abstand zu fremden Hunden.
Ein Pitbull verbiss sich 2020 in der Upper West Side New York in ein 7-jähriges Mädchen. Seine Mutter hatte ihm einen Dollar gegeben, den das Mädchen einer obdachlosen Frau und ihrem Hund geben wollte. Als das Kind sich näherte, biss ihm der Hund ins Gesicht und rang es auf den Bürgersteig. Weder Mutter noch der Halterin gelang es, den Hund wegzuziehen. Ein Fußgänger kam zu Hilfe und endlich schaffte man den Hund vom Kind weg. Das Mädchen blutete stark und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Also, halte dich von fremden Hunden fern. Schritt 5. Keine Anstarrwettbewerbe. Vermeide direkten Augenkontakt mit einem aggressiven Hund. Stell dich stattdessen seitenzugewandt. Das bietet zudem eine schmalere Angriffsfläche. Behalte den Hund im Augenwinkel. Augenkontakt fordert den Hund vielleicht auf, dich anzuspringen. Und wenn er springt, schütze dein Gesicht, Brust und Hals. Was aber, wenn du merkst, es ist gar kein Hund, der dich angreift, sondern ein Wolf? Auch dafür haben wir Überlebenstipps. Überleben!